Herzlich willkommen im Hamburger Institut Sozialforschung. Mein Name ist Oliver von Frochem und ich stehe hier stellvertretend für die KZ-Gedenkstätte Neuen Gammel, die heutige Veranstaltung gemeinsam mit dem Institut ausrichten darf. Da der Direktor Professor Wolfgang Knöbel heute leider verhindert ist, begrüße ich Sie auch ganz herzlich in seinem Namen zur Präsentation des Buches von Julia Hörath. Asoziale und Berufsverbrecher in den Konzentrationslager 1933 bis 1938 ist das Thema Ihres Buches, das, wie ich vorhin gehört habe, schon in der ersten Auflage vergriffen ist und erst in 14 Tagen neu ausgeliefert wird. Aber es gibt genau noch ein Exemplar, was käuflich zu erwerben ist. Die das Glück nicht haben, dieses Buch zu erwerben, können sich aber draußen liegt es, diesen hübsch gestalteten Flyer mitnehmen und das Buch bestellen. Diese Veranstaltung ist die zweite, die das Hamburger Institut für Sozialforschung gemeinsam mit der KZ-Gedenkstätte Neuen Gammel ausrichtet. Und ich darf sagen, dass wir uns darauf freuen, diese Kooperation in Zukunft fortsetzen zu können. Wir haben die Einladung zu dieser Kooperation heute auch deshalb sehr gern angenommen, weil uns die heute präsentierte Thematik in der Arbeit unserer Gedenkstätte ständig begleitet. Es ist uns wichtig, unsere Besucherinnen und Besucher über das Schicksal der beiden von Dr. Julia Hörath untersuchten verfolgten Gruppen zu informieren. Allerdings gibt es erst seit einigen Jahren vertiefende wissenschaftliche Forschungen, die die Verfolgungsgeschichte der sogenannten Asozialen und Berufsverbrecher genauer analysiert und in die Geschichte der NS-Verfolgung einbettet. Frau Hörath leistet mit ihrem Buch meiner Meinung nach eine Pionierarbeit, die auch für die Gedenkstättenarbeit von immenser Bedeutung ist. Es gibt noch einen anderen Grund, weshalb wir die Forschungen zu den beiden genannten verfolgten Gruppen sehr begrüßen. Die Auseinandersetzung mit ihrem Schicksal ist auch deshalb wichtig, weil die Ausgrenzung von als unangepasst geltenden Gruppen im Kontext des Erstarkens rechtspopulistischer Bewegungen in Deutschland aktuell zunimmt. Der Blick in die Geschichte der NS-Verfolgung kann meines Erachtens helfen, soziale Ausgrenzung und Stigmatisierung zu erkennen und ihr entschieden zu begegnen. Also in Neuen Gammel haben wir auch mit verschiedenen Gruppen einen Studientag entwickelt zum Thema asozial und arbeitsscheu, der die Kontinuitäten und Brüche der Verfolgung der sogenannten Asozialen bis in die Gegenwart nachzeichnet. Wie viele andere Gedenkstätten an ehemaligen Orten von Konzentrationslagern sind wir der Überzeugung, dass die in der Zeit des Nationalsozialismus als asoziale und Berufsverbrecher verfolgten gesamtgesellschaftlich eine angemessene Würdigung erfahren sollten. Wir unterstützen daher Initiativen, die eine stärkere Anerkennung fordern. Ich möchte an dieser Stelle nur auf eine Initiative hinweisen. Es liegt auch draußen. Es ist eine Petition an den Deutschen Bundestag, in dem gefordert wird, die beiden Opfergruppen als Opfer des Nationalsozialismus anzuerkennen. Noch ein paar kurze Worte zum Ablauf des Abends. Der Abend beginnt mit einer Einführung in das Buch. Anschließend findet ein Podiumsgespräch statt, das die sozialen Dynamiken in der Machtergreifungsphase und die Entwicklung des Verfolgungsapparates in den Anfangsjahren der NS-Herrschaft in Augenschein nimmt. Ich möchte Sie noch kurz mit Dr. Kirsten Heinsohn bekannt machen, die den heutigen Abend moderieren und die weiteren Referenten vorstellen wird. Frau Heinsohn ist stellvertretende Direktorin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Sie hat zahlreiche wichtige Veröffentlichungen zur Geschichte Hamburgs, zur Frauen- und Geschlechtergeschichte sowie zu jüdischer Geschichte vorgelegt. Für den heutigen Abend dürfte insbesondere ihre Expertise in Fragen der Sozial- und Politikgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts von Bedeutung sein. Ich freue mich sehr, dass wir dich, liebe Kirsten, als Moderatorin gewinnen konnten. Ihnen und uns wünsche ich anregende Einsichten und spannende Diskussionen. Liebe Kirsten, du hast das Wort.
Ja, ich begrüße Sie dann auch alle ganz herzlich. Lieber Oliver, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Du hast jetzt schon vorweggenommen, wie wir heute Abend vorgehen werden. Und ich möchte deswegen auch nichts Inhaltliches mehr dazu fügen. Nur noch vielleicht ergänzend, dass wir nach der Podiumsdiskussion natürlich Ihnen auch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und mit uns hier zu diskutieren auf dem Podium. Ungefähr eine halbe Stunde. Wir haben heute hier auf dem Podium drei Vertreterinnen und Vertreter der neueren NS- und Gewaltforschung, die ganz unterschiedliche Perspektiven mitbringen. Ich darf vielleicht anfangen, Ihnen als erstes von mir aus gesehen links, von Ihnen aus gesehen rechts, Dr. Thomas Roth vorzustellen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am NS-Dokumentationszentrum in Köln. Nach einem Studium der Geschichte und ich glaube auch Geografie und Soziologie, genau. Und hat dort in Köln auch 2007 mit einer Arbeit promoviert, die genau in das Zentrum unseres heutigen Abends auch zielt. Da geht es um die Verbrechensbekämpfung und die soziale Ausgrenzung im nationalsozialistischen Köln. Also etwas, was man so landläufig als Regionalgeschichte immer gerne qualifiziert und damit so ein bisschen meint, das ist ja nicht so viel, nicht so aussagekräftig wie das, was man über Gesamtdeutschland hört. Aber wir wissen aus vielen verschiedenen Gebieten der Forschung über nicht nur den NS, sondern überhaupt über deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, dass gerade die Regionalforschung uns sehr, sehr wichtige Erkenntnisse in die Funktionsweisen von Machtapparaten und Repressionsregimen gibt, die man eben nicht mit dem zentralen Blick von oben in den Blick nehmen kann. Und die Studie von Thomas Roth bietet genau dazu einen sehr, sehr erkenntnisfördernden Hinweis. Zweites wichtiges Thema, das Thomas Roth vertritt, ist die Geschichte der jüdischen Bevölkerung im Köln und Umgebung. Auch das ist ein wichtiger Teil seiner Arbeit im NS-Dokumentationszentrum. Und außerdem beschäftigt er sich auch mit der Geschichte der Gestapo in Köln. Auch ein Thema, von dem wir vielleicht denken, wissen wir doch schon alles. Aber wenn Sie nur mal an Hamburg denken, es gilt auch für Köln, soweit ich weiß, bin da keine Expertin, aber ist die Geschichte der Gestapo eben nicht so in die Tiefe bekannt, wie wir immer meinen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Forschungsprojekt, das Thomas Roth hier mitbringt. Zweiter Diskutant von Ihnen aus gesehen auf der linken Seite, von mir aus gesehen auf der rechten Seite, ist Professor Michael Wild, der seit 2009 Professor an der Humboldt-Universität in Berlin ist und Ihnen hier in Hamburg vielleicht noch aus seiner Hamburger Zeit bekannt ist, die etwas länger gedauert hat als bis jetzt die Berliner Zeit. Michael Wild war lange Zeit, nämlich von 92 bis 97, an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte Mitarbeiter, also der Institution, für die ich jetzt hier eingeladen bin, und danach von 1997 bis 2009 hier im Haus wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung. In dieser Zeit und in seiner Zeit während der Professur an der Humboldt-Universität hat er seinen Forschungs- und Publikationsschwerpunkt im Bereich Nationalsozialismus, Gewaltforschung, aber auch Geschichtsschreibung, Erinnerungskultur so breit ausgeweitet, dass ich nicht gezählt habe, Michael, wie viele Publikationen eigentlich auf deiner Liste mittlerweile sind, aber es sind sehr, sehr viele. Und ich möchte nur zwei, drei herausgreifen, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Das sind einmal die beiden letzten, so ein bisschen Werbung will ich damit gerne verbinden. Michael Wild hat zusammen mit Alfons Söllner eine Neuausgabe von Franz Neumanns Behemoth vorgelegt, die mit einer kommentierenden Einleitung versehen. Das ist, glaube ich, ein Werk, das wir uns wirklich noch mal neu erarbeiten sollten, um die Geschichte des Nationalsozialismus zu verstehen. Und kurz davor, ich meine 2017, hat Michael Wild ein Buch geschrieben, das direkt in das Herz unserer politischen, zeitgenössischen Diskussion zielt, mit dem Titel Volk, Volksgemeinschaft, AfD. Da geht es um die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Volkes und wie darüber damit Politik und Geschichte gemacht wird. Die einschlägigen Bücher sind Ihnen vielleicht bekannt, da geht es ums Reichssicherheit, Hauptamt und so weiter. Die können Sie alle in der Homepage von Michael Wild nochmal nachlesen. Aber er ist ohne Zweifel einer der führenden NS- und Gewaltforscher in der Bundesrepublik zurzeit. Ich freue mich sehr, dass sowohl Thomas Roth als auch Michael Wild heute Abend hier sind, um dann mit der Hauptperson, nämlich mit Julia Hörath, hier das Buch
die Dissertation zu diskutieren, die Julia Hörath vorgelegt hat. Julia Hörath ist seit 2017 hier im Haus wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialforschung. Sie hat davor an der, am Otto-Suhr-Institut an der FU Berlin promoviert mit der Arbeit, über die wir heute sprechen werden, mit dem Titel Asoziale und Berufsverbrecher in den Konzentrationslagern 33 bis 38. Diese Arbeit ist unter anderem in einem PhD-Programm, in einem Forschungsprojekt in London mit entstanden. Es gibt dort schon eine längere Tradition, sich mit der Geschichte der Konzentrationslager zu beschäftigen. Und heute führen wir das alles mal sozusagen zusammen. Wir haben im Haus hier am HIS die langjährige Gewalt- und NS-Forschung. Wir haben die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, die dazu schon sehr lange arbeitet und immer wieder gute neue Ausstellungen und Bildungsarbeit produziert. Wir haben Thomas Roth, der den regionalen Kölner Aspekt, aber auch überhaupt die Auseinandersetzung, welchen Einfluss haben Kripo und überhaupt Polizei für die fürs Repressionsregime entfaltet, und jetzt ganz neu Julia Hörath mit ihrer Arbeit. Fügen wir das zusammen, hoffentlich in einem anregenden Gespräch nachher auf dem Podium. Worüber wir genau sprechen werden, das erläutere ich dann später. Jetzt erstmal starten wir mit einem Vortrag von Julia Hörath zu ihrem Thema. Ich glaube, der Titel des Vortrages ist genau wie das Buch. Sie werden also eine Kurzeinführung in das Buch von Julia Hörath bekommen, und darüber können wir dann uns nachher noch austauschen. So viel von mir. Julia Hörath, Sie haben das Wort. Es ist schwierig, jetzt zu reden. Jetzt willst du ein bisschen entgegenkommen. Das war, ne? Ja, guten Abend. Vielen Dank, Frau Heinsohn, für die Einführung. Und ich werde jetzt, ohne viele Worte zu machen, mit meinem Vortrag beginnen und hoffe, dass gleich die erste Folie der PowerPoint funktioniert. Sonst muss ich noch mal nachjustieren. Die sogenannten Asozialen und Berufsverbrecher zählen noch heute, 73 Jahre nach der Befreiung der Konzentrationslager, zu den vergessenen Opfern des NS-Regimes. Die Erinnerung an sie ruft nicht selten Irritationen, bisweilen sogar heftige Kontroversen hervor. Daher möchte ich meinen Vortrag mit der Frage beginnen: Wer waren diese Menschen? Anschließend werde ich Ihnen die Bedeutung der Verfolgungsphase 1933 bis 1938 erläutern, die den Hauptuntersuchungszeitraum meines Buches bildet. Danach gehe ich auf die Verfolgungsmaßnahmen 1933 und die rechtliche Kodifizierung der Verfolgung ein, um mit einigen Überlegungen zum Grunderlass vorbeugende Verbrechensbekämpfung vom Dezember 1937 zu schließen. Wer also waren die Asozialen und Berufsverbrecher? Bei beiden Begriffen handelt es sich um von außen auferlegte, diskriminierende Sammelbezeichnungen. Sie stammen aus den Debatten der Wohlfahrts- und Strafrechtspflege, die mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt werden können. Unter dem Begriff Asoziale fasst man Angehörige der traditionellen Randgruppen zusammen. Die ersten Opfer der nationalsozialistischen asozialen Verfolgung waren Bettler, Landstreicher und Prostituierte. Es gab aber zahlreiche weitere Untergruppen. Zur Klassifizierung als asozial führten soziale Verhaltensweisen, die entweder strafrechtlich als Übertretung eingestuft wurden oder sogar unterhalb der Schwelle des Rechtsbruches angesiedelt waren. So wurden beispielsweise auch Frauen wegen häufig wechselnden Geschlechtsverkehrs verfolgt oder weil sie Beziehungen zu Zwangsarbeitern unterhielten. In solchen Fällen führte allein das normabweichende Sozialverhalten zur KZ-Einweisung. Im KZ trugen die Asozialen einen schwarzen Winkel auf der Häftlingskleidung. Bei den mit dem grünen Winkel gekennzeichneten Berufsverbrechern handelte es sich um Mehrfachstraftäter, denen man als Motiv Gewinnsucht unterstellte. Damit einher ging eine bestimmte Deliktstruktur. Typisch waren Verurteilungen aufgrund von Eigentumsdelikten wie Diebstahl, Hehlerei oder auch Betrug,
aber auch Strafen wegen Bettelei, Beleidigung oder Hausfriedensbruch kamen häufig vor. Letztere konnten für sich genommen die Anordnung der Vorbeugungshaft zwar nicht begründen, bildeten aber die Puzzleteilchen, aus denen die Kriminalpolizei das Bild eines Menschen konstruierte, der aufgrund seiner gesamten Persönlichkeitsstruktur zwangsläufig auf die schiefe Bahn geraten musste. Ausschlaggebend für die KZ-Einweisung als Berufsverbrecher war also allein das Vorstrafenregister. Es musste nicht einmal der Verdacht auf eine aktuelle Straftat vorliegen. Die Betroffenen kamen allein deswegen ins KZ, weil sie in der Vergangenheit mehrfach wegen gewinnsüchtiger Delikte zu Haftstrafen von bestimmter Dauer verurteilt worden waren. Zum Zeitpunkt ihrer KZ-Einweisung hatten sie ihre Strafen jedoch verbüßt. Nach rechtsstaatlichen Maßstäben waren sie daher unschuldig. Es war genau diese radikale Straftat Unabhängigkeit, die das Wesen der Vorbeugungshaft ausmachte. Ebenso wie die Schutzhaft brach die Vorbeugungshaft fundamental mit den Prinzipien rechtsstaatlich legitimen Freiheitsentzugs, wie sie der international anerkannte englische Habeas Corpus Act im Jahre 1679 erstmals kodifiziert hatte. Demnach musste ein Freiheitsentzug erstens richterlich angeordnet, zweitens an das Begehen einer konkreten Straftat gebunden, drittens mit Rechtsmitteln anfechtbar und viertens zeitlich befristet sein. KZ-Haft war also auch im Falle von Kriminellen Unrecht. Nun habe ich Ihnen in groben Zügen erläutert, was dazu führte, dass ein Mensch als asozialer oder Berufsverbrecher klassifiziert und in ein KZ eingewiesen wurde. Die Frage, wer diese Menschen waren, ist damit freilich nicht beantwortet. Und ich fürchte, ich werde Ihnen eine Antwort darauf auch schuldig bleiben müssen. Wir haben es hier mit einem Quellenproblem zu tun. Die als asoziale oder Berufsverbrecher Verfolgten erzählten nicht über ihr Schicksal und schrieben auch nicht darüber. In der Regel stellten sie nicht einmal Entschädigungsanträge. Daher sind die einzigen Spuren, die wir haben, die Akten der Verfolgungsbehörden. Diese Dokumente geben uns Auskunft darüber, aus welchen Gründen eine Person bei den Wohlfahrtsbehörden oder bei der Polizei aktenkundig wurde. Und sie zeigen, welche Fragmente eines Lebenslaufs die Behördenvertreter verknüpften, um daraus die Biografie eines asozialen oder eines Berufsverbrechers zu konstruieren. Über das Leben der Menschen, ihre persönlichen Eigenschaften, ihre Beziehungen, ihre Hoffnungen, Erfolge und ihre Krisen erfahren wir hingegen kaum etwas. In meinem Buch habe ich anhand zahlreicher Beispiele die Haftbegründung von asozialen und Berufsverbrechern rekonstruiert. Ich hoffe, es ist mir dabei gelungen, diese Kategorien als soziale Konstrukte zu entlarven und die darin enthaltenen Vorurteile und Zuschreibungen aufzuzeigen. Ich halte es zwar für problematisch, die Begriffe asoziale und Berufsverbrecher zu verwenden. Doch wenn man die Verfolgungsgeschichte sozialer Randgruppen im Nationalsozialismus aufarbeiten will, gibt es meiner Ansicht nach dazu keine Alternative. Denn alle Versuche der Umschreibung erzeugen Missverständnisse und Schieflagen. In meinen geschriebenen Texten setze ich solche Begriffe daher in Anführungszeichen. Bezüglich des gesprochenen Wortes möchte ich Sie bitten, sich bei Irritationen die eben gemachten Ausführungen zu vergegenwärtigen. Ich komme zum zweiten Abschnitt meines Vortrages, der historiografischen Einordnung der Verfolgungsphase 1933 bis 1938. Die Forschung über die nationalsozialistische Verfolgung von Asozialen und Berufsverbrechern setzte sehr spät, erst Ende der 80er, Anfang der 1990er Jahre ein. Erschienen ist bislang nur eine sehr überschaubare Anzahl von Monographien. Gemeinsam ist diesen Studien, dass sie sich hauptsächlich auf die Verfolgungspraxis ab 1937-38 konzentrieren, als nach mehreren Großrazzien weit über 10.000 asoziale und Berufsverbrecher in die Konzentrationslager deportiert wurden. Grund für diesen massiven Zugriff sei, so die zentrale These der KZ-Forschung, die rassische Generalprävention gewesen. Der Begriff geht auf den Historiker Ulrich Herbert zurück
und beschreibt ein spezifisches Konzept innerer Sicherheit, bei dem die Bekämpfung des politischen Feindes um religiöse, rassistische und sozialrassistische Komponenten erweitert wird. Dieses Konzept sei Mitte der 1930er Jahre von der SS und Polizeiführung entwickelt, unter anderem durch den Grunderlass Vorbeugende Verbrechensbekämpfung Ende 1937 rechtlich kodifiziert und dann mittels der zentral gesteuerten Verhaftungskampagnen praktisch umgesetzt worden. Am Anfang der historischen Aufarbeitung der sozialrassistischen Verfolgung im NS-Staat stand also eine Forschungsperspektive, die sich auf Maßnahmen und Konzepte der Zentralinstanzen konzentrierte. Das ist sicher nicht zuletzt forschungsstrategischen Erwägungen geschuldet. In der Regel ist die Überlieferung der Reichsbehörden an einem oder wenigen Orten gesammelt, was den Zugang erleichtert, besonders wenn ein Thema noch nicht erschlossen ist. Hinzu kommt, dass es auch bei einer zentral gelenkten Diktatur aus inhaltlichen Gründen nahe liegt, mit der Erforschung der Führungsebenen des Regimes zu beginnen. Die Implikationen der These von der rassischen Generalprävention sind allerdings weitreichend. Sie wirken sich auch darauf aus, welche Haftstätten in der Forschung als originär nationalsozialistische Konzentrationslager gelten. Einer Definition zufolge, die Karin Orth, Ulrich Herbert und Christoph Diekmann Ende der 1990er Jahre formulierten und die bis heute einflussreich ist, waren dafür zwei Kriterien ausschlaggebend. Die Lager mussten erstens der rassischen Generalprävention dienen und zweitens der Inspektion der Konzentrationslager unterstellt sein, die im Sommer 1934 gegründet wurde. Geknüpft an diese Definition war eine Interpretation der KZ-Geschichte, die einen sprunghaften Entwicklungsverlauf annahm und die Zäsuren zwischen den einzelnen Phasen betonte. Michael Wild hat sie deshalb als Stufenmodell bezeichnet. Dem Stufenmodell zufolge zählten all jene Haftstätten, die unmittelbar nach dem Reichstagsbrand 1933 gegründet wurden, nicht zu den nationalsozialistischen Konzentrationslagern im engeren Sinne. Ihre Errichtung, so die These von Herbert, Orth und Diekmann, sei Ausdruck der, Zitat, Gewalttätigkeit eines sich etablierenden diktatorialen Systems gewesen, Zitat Ende, und daher vergleichbar mit anderen Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Die frühe Einweisung von jüdischen Häftlingen, von Homosexuellen oder eben auch von Asozialen und Berufsverbrechern wurde in dieser Lesart der KZ-Geschichte entweder ignoriert oder als Einzelfälle eingestuft. Als ich begann, mich mit der Verfolgung von Asozialen und Berufsverbrechern und der Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager zu beschäftigen, hatte ich Zweifel an dieser Einschätzung. Tatsächlich konnte ich für die Zeit zwischen 1933 und 1937 eine Vielzahl von Verfolgungsmaßnahmen nachweisen, die allerdings lokal begrenzt blieben. Dabei spielten auch Haftstätten eine wichtige Rolle, deren Geschichte bislang aufgrund der eng gefassten KZ-Definition bis unterbelichtet geblieben war, zum Beispiel das frühe KZ Kieslau. Zentrale Befunde meiner Arbeit lassen sich in folgender These zusammenfassen. Die Konzentrationslager dienten von Beginn an dem sozialrassistischen Umbau der Gesellschaft. Ihre Nutzung als Instrumente der rassischen Generalprävention war im Kern schon in den Lagern der Gründungsphase 1933-34 angelegt. Sie war aber nicht das Ergebnis eines zentral gelenkten Planes, sondern ging auf die Initiative von Akteuren der unteren und mittleren Verwaltungsbehörden und Exekutivorgane zurück. Diese These möchte ich Ihnen in den folgenden Abschnitten meines Vortrages empirisch untermauern. Betrachtet man die Verfolgungsmaßnahmen des Jahres 1933, zeichnet sich sehr deutlich ein typisches Interaktionsmuster ab. Anknüpfend an die Debatten um die Einführung eines Bewahrungsgesetzes, die Neuregelung der Wandererfürsorge und das Gesetzgebungsverfahren zur Strafrechtsreform, die noch auf das Kaiserreich und die Weimarer Republik zurückgingen,
forderten Akteure der unteren und mittleren Verwaltungsbehörden eine schärfere Bekämpfung von Asozialität und Kriminalität. Es blieb aber nicht bei dem verbalen Engagement. Vielerorts schritt man im Vorgriff auf die erwarteten Gesetzgebungen zur Tat. Stimuliert wurden diese Initiativen durch punktuelle Maßnahmen der Zentralinstanzen, von denen eine Signalwirkung ausging. Damit setzten sie den Rahmen für die Initiativen der Akteure an der Basis, deren Aktivitäten durch den Glauben genährt wurde, in Übereinstimmung mit den Zielen der Regimeführung zu handeln. Meine Rekonstruktion dieser Maßnahmen für das Jahr 1933 ist sicher alles andere als vollständig. Aber ich möchte einige Schlaglichter setzen, um die beschriebene Dynamik zu illustrieren. Am 3. Februar 1933 erließ der neu ernannte Berliner Polizeipräsident Magnus von Levezo bei einer Razzia in einer Wärmehalle mehrere hundert Obdachlose verhaften. In Augsburg verhängte die Polizei spätestens ab April Schutzhaft gegen Personen, die sie als asozial oder bodenständige Verbrecher ansah. Sie kamen in das wenige Wochen zuvor eröffnete KZ Dachau. In den Monaten Mai bis Oktober versuchte die Berliner Polizei durch mehrere Razzien das Verbrechertum und das Rotlichtmilieu zu zerschlagen. Auch hier in Hamburg, ebenso wie in Bremen, ging die Polizei in den Monaten nach dem Machtantritt Hitlers scharf gegen Prostituierte vor. Eine entsprechende Signalwirkung hatten die Erlasse des preußischen Innenministers Hermann Göring zur Bekämpfung der Straßenprostitution vom 22. Februar und der Bettelei vom 1. Juni sowie das Gesetz zur Abänderung strafrechtlicher Vorschriften gegen die Prostitution vom 26. Mai 1933. Am 12. Juni stieß das Reichspropagandaministerium dann die Planung für die große Bettlerrazzia im September an. Allerdings setzte es zunächst nur das Reichsinnenministerium und den SA-Stabschef Ernst Röhm in Kenntnis. Eine Weisung an die Landesregierung erging erst am 15. August. An einigen Orten hatten die regionalen Behörden zu diesem Zeitpunkt aber längst eigene Pläne entwickelt und zum Teil konkrete Schritte eingeleitet. So ließ der neue Leiter der Polizeistation Straubing im Juni einen Monat lang systematisch alle Bettler und Landstreicher kontrollieren. Davon unabhängig führte die Bayerische Landesbauernkammer im Juli eine Umfrage über die Bettlerplage auf dem Land durch und formulierte auf dieser Grundlage einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung des Bettelunwesens. Im selben Monat publizierte der Provinzialausschuss Hannover einen Vorschlag zur Neuregelung der Wandererfürsorge, in dem er die KZ-Einweisung von asozialen Wohnungslosen propagierte. Der Landrat des Kreises Görlitz in Niederschlesien wiederum erließ am 18. Juli eine Weisung, Zitat, dass alle durchreisenden Wanderer, die beim Betteln betroffen werden oder die öffentliche Fürsorge in Anspruch nehmen, von der Ortspolizeibehörde in Schutzhaft zu nehmen und dem Konzentrationslager in Posottendorf-Leschwitz zuzuführen sind, sofern sie den Eindruck von Vagabunden, in Klammern gewerbsmäßigen Landstreichern und politisch Verdächtigen machen. Zitat Ende. Einen ersten Kumulationspunkt der Verfolgungsmaßnahmen bildete dann die große Bettlerrazzia, bei der in der Woche zwischen dem 18. und dem 23. September die Polizei, SA und Hilfspolizei alle bekannten Treffpunkte, Nachtasyle und Wandererherbergen nach Bettlern und Landstreichern durchkämmten. Bislang sind nur grobe Schätzungen möglich, aber vermutlich waren mehrere 10.000 Menschen von diesen Kontrollen betroffen. Die meisten kamen nach einer Überprüfung ihrer Personalien wieder frei. Eine unbestimmte Anzahl von Personen wurde aber in Schnellverfahren wegen Bettelei verurteilt, in die Arbeitshäuser eingewiesen oder für einige Tage oder Wochen in spontan errichteten KZs und Sammellagern untergebracht. In den Monaten, die auf die Bettlerrazzia folgten, sind drei Entwicklungstendenzen zu beobachten, die deswegen besonders interessant sind, weil sie sich zum Teil widersprachen. Erstens.
In vielen Regionen verstetigten die lokalen Akteure in Eigenregie die Verfolgungspraxis und weiteten sie auf neue Zielgruppen aus. Zweitens schuf das Reichsinnenministerium mit den Schutzhafterlassen vom 12. und 26. April 1934 erstmals eine einheitliche Regelung der Schutzhaft, wobei es sie auf politische Haftgründe beschränkte. Das ist meines Erachtens nach durchaus auch als Antwort auf die vielerorts seit dem Frühsommer 1933 etablierte Praxis zu verstehen, Asoziale und Berufsverbrecher mittels Schutzhaft in die Konzentrationslager einzuweisen. Drittens setzte im Herbst 1933 ein Prozess der Verrechtlichung der KZ-Haft für Asoziale und Berufsverbrecher ein, der den Rückgriff auf die Schutzhaft sukzessive überflüssig machte. Die entsprechenden Regelungen wurden aber auf Länderebene getroffen, was dazu führte, dass sich regional recht unterschiedliche Verfolgungspraktiken und Schwerpunkte bei den Zielgruppen herausbildeten. Damit komme ich zum nächsten Abschnitt meines Vortrags, den Rechtsgrundlagen der KZ-Einweisung von Asozialen und Berufsverbrechern. Zwei Schritte der Zentralinstanzen setzten hier die entscheidenden Signale. Zum einen führte das preußische Innenministerium am 13. November 1933 die Vorbeugungshaft für Berufsverbrecher ein. Als Innenbehörde des größten deutschen Landes kam dem preußischen Innenministerium traditionell eine besondere Machtposition und Vorbildfunktion zu. Einige Wochen später forderte es die übrigen Länder auf, ähnliche Regelungen zu schaffen. Zum anderen wurde am 24. November 1933 das Strafrecht verschärft. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte war es nun möglich, Mehrfachstraftäter in Sicherungsverwahrung zu nehmen. Da die beiden Regelungen in der Fachliteratur inzwischen gut beschrieben sind, möchte ich Ihnen zwei weniger bekannte, aber nicht minder interessante Erlasse vorstellen. Am 9. März 1934 schuf das badische Innenministerium eine Regelung, die es ermöglichte, asoziale und arbeitsscheue Personen, die eine Gefahr für ihre Umwelt darstellen, zwangsweise im Arbeitshaus Kieslau unterzubringen. Gemessen an den bis dahin üblichen Regelungen der Arbeitshauseinweisung war dies zunächst gar nicht so ungewöhnlich. Durch eine Kontextualisierung mit anderen Quellen konnte ich aber zeigen, dass wir hier den badischen Vorbeugungshafterlass vorliegen haben. Zudem handelte es sich bei Kieslau um eines jener Arbeitshäuser, die auch ein frühes KZ beherbergten. Für die ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Regelung lässt sich nicht klären, ob die badischen Vorbeugungshäftlinge im Arbeitshaus oder im KZ Kieslau untergebracht waren. Spätestens ab 1936 waren sie dann im KZ inhaftiert. Aber auch ganz unabhängig vom Unterbringungsort verstieß die badische Version der Vorbeugungshaft gegen die vier Kriterien des rechtsstaatlich legitimen Freiheitsentzugs. Ihre Verhängung erfolgte erstens ohne richterliche Anordnung. Sie setzte zweitens nicht das Vorliegen einer Straftat voraus. Drittens standen den Betroffenen keine Rechtsmittel zur Verfügung. Und sie war viertens zeitlich unbefristet. In der Praxis erwies sich der badische Vorbeugungshafterlass als flexibles Instrument zur Inhaftierung sowohl von Asozialen als auch von Mehrfachstraftätern. Damit nahm er eine gewisse Sonderstellung ein, denn bis zum Grunderlass vorbeugende Verbrechensbekämpfung vom Dezember 1937 war die Verfolgung beider Zielgruppen weitgehend unabhängig voneinander geregelt. Als zweites Beispiel möchte ich Ihnen eine frühe Regelung zur KZ-Einweisung von Asozialen vorstellen. Schon ab November 1933 überstellte das bayerische Arbeitshaus Rebdorf, das infolge der Bettler-Razzia hoffnungslos überfüllt war, regelmäßig Häftlinge in das KZ Dachau. Am 16. Oktober 1934 erließ das badische Innenministerium dann eine Vollzugsrichtlinie zum § 20 der Reichsfürsorgepflichtverordnung, die es ermöglichte, Wohlfahrtshilfeunterstützungsempfänger direkt in das KZ einzuweisen. Die Reichsfürsorgepflichtverordnung stammte von 1924
war also noch zu Zeiten der Weimarer Republik erlassen worden. Ich erspare es Ihnen jetzt, diese etwas sperrige Formulierung des Paragraphen 20 im Wortlaut zu zitieren und fasse stattdessen in eigenen Worten zusammen. Arbeitsfähige Wohlfahrtshilfeempfänger konnten in ein Arbeitshaus eingewiesen werden, wenn sie nach Ansicht der Sachbearbeiter A. selbstverschuldet in Not geraten waren oder B. Angehörige, für die sie Unterhalt zu zahlen hatten, in Not geraten ließen. Betroffen waren neben den sogenannten Arbeitsscheuen auch Alkoholiker und säumige Unterhaltszahler. Im Unterschied zur Vorbeugungshaft war die sogenannte Arbeitshaft zeitlich befristet. Sie sollte mindestens 3 Monate dauern und durfte 3 Jahre nicht überschreiten. Die Dauer der Einweisung musste im Anordnungsbeschluss vorab festgelegt werden. Den Betroffenen standen sogar Rechtsmittel zur Verfügung, wenn auch in sehr begrenztem Umfang. Das alles darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die § 20 Häftlinge, ebenso wie die Arbeitshausgefangenen aus Rebdorf, im KZ Dachau dem gleichen Terror ausgeliefert waren wie die übrigen Häftlinge. Darauf verweist nicht zuletzt eine Überlegung Himmlers, die nach Dachau eingelieferten Rebdorf-Häftlinge gegebenenfalls nach Ablauf ihrer Arbeitshaushaft in Schutzhaft zu nehmen, um sie im KZ behalten zu können. Ob dieser Plan in die Tat umgesetzt wurde, konnte ich nicht herausfinden. Allein das Ansinnen zeigt aber, dass auch die Rebdorf- und § 20-Häftlinge in dem Moment den Bereich des Rechtsstaates verließen, indem sie das Lagertor durchschritten. Ab diesem Zeitpunkt waren sie der Willkür der SS und der bayerischen politischen Polizei ausgeliefert. Ich komme zu meinem letzten Punkt, der Zusammenführung der Maßnahmen im Grunderlass über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei. So lautete der offizielle Titel des Erlasses, mit dem das Reichsinnenministerium im Dezember 1937 eine Neuordnung der Kriminalprävention vornahm. Ab Sommer 1936 war schrittweise eine zentrale Führungsstruktur der Kriminalpolizei aufgebaut worden, die im Juli 1937 in die Gründung des Reichskriminalpolizeiamtes mündete. Nun sollten auch die heterogenen länderrechtlichen Regelungen zur Vorbeugungshaft vereinheitlicht werden. Das fand, wie es in der Präambel des Grunderlasses hieß, unter Auswertung der bisherigen Erfahrungen statt. Zentrale Vorlage für den Grunderlass bildete der preußische Vorbeugungshafterlass vom November 1933. Die dort getroffenen Regelungen für die Inhaftierung von Berufsverbrechern wurden weitgehend übernommen. Eine der wichtigsten Neuerungen war, dass die Vorbeugungshaft fortan auch für Asoziale galt. Die generalklauselartige Formulierung, in Vorbeugungshaft genommen werden könne, wer, Zitat, durch sein asoziales Verhalten die Allgemeinheit gefährde, Zitat Ende, erinnert stark an die einschlägige Formulierung des badischen Vorbeugungshafterlasses vom März 1934. Dass dieser für den Grunderlass Pate gestanden haben könnte, legt auch eine interessante personelle Kontinuität nahe. Mit der Ausarbeitung des Grunderlasses betraut war der stellvertretende Leiter des Reichskriminalpolizeiamtes, Paul Werner, der zuvor als Chef des badischen Landeskriminalpolizeiamtes mehrere Jahre Erfahrung mit dem flexiblen, gegen asoziale und Berufsverbrecher anwendbaren Vorbeugungshafterlass seines Landes hatte sammeln können. Zudem war in Baden, ähnlich wie in Bayern, spätestens ab Sommer 1936 asoziale Wohlfahrtshilfeempfänger auf Grundlage des § 20 der Reichsfürsorgepflichtverordnung in das KZ Kieslau eingewiesen worden. Diese Zielgruppe fand sich ebenfalls im Grunderlass wieder. Eine Durchführungsrichtlinie definierte als Asoziale unter anderem Personen, die sich, Zitat, der Pflicht zur Arbeit entziehen und die Sorge für ihren Unterhalt der Allgemeinheit überlassen, Zitat Ende. Ich möchte es bei diesen Schlaglichtern belassen. Meiner Einschätzung nach war der Grunderlass, das wollte ich Ihnen hier zeigen,
durch zahlreiche starke Kontinuitäten mit der Praxis der vorangegangenen Jahre verbunden. Es gab aber auch eine bedeutende Zäsur. Der Grunderlass markierte die Abkehr vom Prinzip der punktuellen Abschreckung und den Übergang zur flächendeckenden Inhaftierung von Asozialen und Berufsverbrechern. Kurt Dalwege, ein hoher Polizeifunktionär, behauptete 1936, man habe, Zitat, bewusst tunlichst klein begonnen und es den Erfahrungen überlassen, wie weit man die neuen Maßnahmen dann ausbauen müsse. Zitat Ende. Liebermann von Sonnenberg, Leiter der Berliner Kriminalpolizei, ging im selben Jahr schon einen Schritt weiter. Er hob hervor, die Kriminalpolizei könne Verbrechen noch effizienter verhüten, Zitat, wenn wir die Berufsverbrecher immer vollständiger erfassen. Zitat Ende. Den entscheidenden Schritt zur Realisierung dieser Forderung vollzog der Grunderlass Ende 1937. In seiner Präambel wies das Reichskriminalpolizeiamt die untergeordneten Dienststellen an, künftig die Anwendung der vorbeugenden Polizeihaft zu erweitern. Die Dimensionen machten die Großrazzien 1937-38 deutlich. Bei den Massenverhaftungen im März 1937 wurden insgesamt etwa 2000 und bei den Wellen der Aktion Arbeit Scheu-Reich im April und Juni 1938 dann insgesamt über 10.000 Personen in die KZs eingeliefert. Den Schätzungen von Patrick Wagner zufolge waren allein bis 1943 zwischen 63.000 und 82.000 Personen als asoziale oder Berufsverbrecher in den Konzentrationslagern inhaftiert. Ich komme zum Schluss, indem ich meine zentralen Befunde in 5 Punkten zusammenfasse. Erstens, die Konzentrationslager wurden vom Moment ihrer Errichtung an als Waffe zur Bekämpfung von Asozialen und Mehrfachstraftätern eingesetzt. Zweitens, treibende Kräfte waren Akteure aus den unteren und mittleren Verwaltungsebenen, die in eigener Verantwortung handelten. Drittens, die Zentralinstanzen griffen zunächst selten und wenn eher rahmensetzend ein. Viertens, die Haftpraktiken waren zwischen 1933 und 1937 regional sehr unterschiedlich ausgestaltet, wobei spätestens ab Herbst 1933 eine Ausweitung auf neue Zielgruppen und anschließend eine Verrechtlichung zu beobachten ist. Und fünftens, in den Jahren 1937-38 setzte eine Systematisierung und Ausweitung der Verfolgung ein, deren unabdingbare Voraussetzung aber die zuvor gesammelten Erfahrungen bildeten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut. Vielen Dank, liebe Hörath, für den sehr strukturierten Vortrag, der auch durch die PowerPoint-Folien, glaube ich, geholfen hat, gut gehört und verstanden zu werden. Wir haben jetzt hier ein Problemkomplex am Wickel, in dem die staatliche Regulierung von sozialen Ungleichheiten, die vorhanden sind, in einem Gewaltregime fatale Folgen hat. Das ist sozusagen das große Hintergrundsthema, mit dem wir uns hier beschäftigen. Sie haben in Ihrem Vortrag, sind Sie überhaupt nicht auf Kontinuitäten zum Denken heute eingegangen. Vielleicht werden wir das nochmal aufnehmen, aber Sie haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle selbst schon mal geschluckt und gedacht, ups, hört sich nicht so viel anders an als das, was man heute manchmal in vielen politischen Diskussionen hört. Ich sehe 3 wichtige Punkte, über die wir nochmal hier auf dem Podium zunächst gemeinsam sprechen sollten. Das ist einmal die Frage der staatlichen Macht, solche Gruppen überhaupt zu definieren. Also wie funktionieren diese Definitionsprozesse? Kommt das aus dem Nichts? Worauf baut das auf? Und auch welche Kontinuitäten gibt es da eigentlich im Denken über Asozialität oder Berufsverbrechertum? Da kann man bis weit in das 19. Jahrhundert zurückgehen.
Zweitens, denke ich, sollten wir noch mal über die handelnden Akteure sprechen. Also die Frage, in welche Ebenen in einem NS-Regime eigentlich jeweils die Führung vorgaben oder auch welche Struktur jeweils Handeln ermöglichten. Und schließlich noch mal über zeitliche Einschnitte und Zäsuren. Das sind, glaube ich, so die drei Oberthemen, die wir noch mal ansprechen sollten. Und ich würde gerne beginnen damit, ganz kontrafaktisch mal Thomas Roth zu fragen, ob Sie die Schwerpunktsetzungen, die in historischen Entwicklungen, die Julia Hörath jetzt vorgestellt haben, eigentlich grosso modo so teilen oder ob Sie Unterschiede aus Ihrer Kenntnis heraus, aus Ihrer Arbeit heraus in der Genese, der Entwicklung dieser sogenannten rassischen Generalprävention sehen. Sehen Sie da andere Zäsuren oder andere Entwicklungen oder andere Schwerpunkte? Nein, also grosso modo nicht. Es ist natürlich so, darauf weist ja auch Julia Hörath hin, dass die lokalen Akteure zwischen 33, 37, 38 sehr unterschiedlich agiert haben. Und wenn man dann eine Lokalstudie zu Köln macht, fallen die Ergebnisse vielleicht anders aus als zu Bremen oder Hamburg oder eben Straubing. Und insofern habe ich jetzt zu Köln natürlich ein paar andere Beobachtungen gemacht, aber der Grundbefund ist ein ähnlicher. Was mir eben sehr gut gefällt an der Arbeit ist, dass Sie eben, wie Sie auch angedeutet haben, die rassische Generalprävention bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt. Zu den Vorstellungen eben, dass Abweichung und Verbrechen konstitutionell ist, dass es ein sozusagen deterministisches Täterbild gibt, dass eben sowas wie Verbrechen und soziale Randständigkeit auf Anlagen zurückgeht, dass sie eben auch zeigt, dass dieses sozialtechnologische Machbarkeitsdenken, was sich mit dem Sozialstaat und mit den Humanwissenschaften entwickelt hat, dass sich das eben auch bis zu der rassischen Generalprävention durchzieht. Also der Ansatz, wir können bestimmte Problemgruppen in der Gesellschaft ausfindig machen, identifizieren und die dann durch Therapie, Erziehung, Zwang, Gewalt und so weiter entweder einpassen oder aus der Gesellschaft herausbringen. Das ist sehr gut gezeigt und was sie eben auch deutlich macht, ist, dass diese lokalen Initiativen besonders wichtig waren und dann später in so die Konzepte von Himmler, Heydrich, Best und Höhn einflossen. Das finde ich eben sehr wichtig und das ist auch sozusagen eine ganz gravierende Neuerung an ihrer Arbeit. Was jetzt in dem Vortrag vielleicht noch nicht so vorkam, aber auch in ihrem Buch Thema ist, dass diese rassische Generalprävention auch auf so einen bestimmten Modus nationalsozialistischer Problemverarbeitung zurückgeht. Ja? Also die Kriminalpolizeibeamten und Fürsorgeexperten gehen 1933 hin und fordern ein autoritäres polizeistaatliches Durchgreifen gegen Randgruppen und Verbrecher und sagen, mit Hilfe von martialischer Abschreckung, mit Maßnahmen gegen Einzelne, werden wir das Problem sozialer Randständigkeit und der Kriminalität marginalisieren. Und die stellen dann schon 34, 35 fest, dass man eben auf so eine Art und Weise soziale Probleme oder Konflikte nicht beseitigen kann. Und dann gibt es eben von unten auch sozusagen schon von den lokalen Akteuren her die Vorstellung, die Idee, man muss einfach weiter ausweisen und man muss sozusagen radikaler werden. Das hat sie in dem Vortrag ja auch durch diese Stimmen von Liebermann von Sonnenberg und Kurt Daluk angezeigt. Aber man muss eben sagen, das passiert nicht nur auf der Führungsebene, sondern bei dem einfachen Kriminalbeamten. Also wenn man Glück hat und sozusagen auf der lokalen Ebene solche Quellen findet, dann sieht man, auch da wird dann argumentiert, wir haben die Kriminalität nicht vermindert, weil wir nicht radikal genug waren. Und so entwickelt sich aus einem autoritären polizeilichen Ansatz eben auch sozusagen dieses rassenhygienische, erbbiologische, kriminalbiologische Denken. Und auch das fließt sozusagen in das Konzept der rassischen Generalprävention ein. Also volle Zustimmung. Ja, danke. Ich weiß auch gar nicht, wie man ernsthaft dagegen jetzt argumentieren sollte, sondern es geht ja darum, die Kontinuitäten stärker herauszuarbeiten. Welche Kontinuitäten gibt es? Also, dass es immer Kontinuitäten im Denken von Menschen gibt, ist klar. Darüber bräuchten wir uns nicht weiter austauschen. Aber präzise herauszuarbeiten, mit welchen Modi der Bekämpfung von Verbrechen im 19. und 20. Jahrhundert oder des Umganges mit Abweichung im 19. und 20. Jahrhundert und dann jeweils in der jeweiligen politischen Zuspitzung Kaiserreich, Weimar, NS, nach NS, das ist ja das entscheidende Werkzeug, die entscheidenden Inhalte, die wir historisch leisten müssen. Und einen Begriff haben wir jetzt
immer nur gehört, aber den haben wir nicht weiter uns genauer in dieser historischen Genese angeguckt. Und das ist der Begriff Arbeit. Oder es kam immer nur indirekt vor, Arbeitsscheu, Arbeitsverweigerung war ein wichtiger Punkt. Das basiert ja darauf, dass wir erstmal eine gemeinsame Vorstellung davon haben, dass Arbeit offensichtlich der Nukleus der gesellschaftlichen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes ist. Diese Frage würde ich gerne an Michael Wild stellen, als Gesellschaftshistoriker sozusagen. Welche Rolle spielt dann eigentlich unsere Vorstellung davon, dass nur der, wer tätig ist, so würde man das, glaube ich, im 19. Jahrhundert formulieren, nur die Tätigen haben ein Recht auf Anerkennung durch die Gesellschaft, die anderen müssen zusehen, wo sie bleiben oder sich anpassen. Ja, also was mich an Ihrer Arbeit sehr frappiert hat, war, wie schnell das geht, dass sich diese sozialrassistische Auffassung von Arbeit durchsetzt. Also das ist so eine Hochschätzung der Arbeit in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, vom 18. Jahrhundert her, gibt Arbeit Zentrales, denken Sie so an Schillers Glocke, nicht? Also Arbeit als Selbstverwirklichung, Sozialdemokratie, ne? Wenn dann alle Räder stehen still, wenn dann ein starker Arm es will. Also da ist die Arbeit, hat einen hohen Wert in der Selbstbestimmung von Menschen. Natürlich erstmal männliche Erwerbsarbeit. Also es geht um Fabrikarbeit, die hauptsächlich von Männern ausgeübt wird, die dann wiederum für den Haushalt sorgen. Das heißt, all die anderen Arbeitsformen, die Frauen im Haushalt leisten oder in der Familie, kommen in dieser Arbeitsdefinition nicht vor. Aber diese Vorstellung, dass Arbeit die zentrale Tätigkeit und das Zentrale für eine Gesellschaft ist, das ist also 19. bis 20. Jahrhundert ungemein stark. Und dementsprechend gibt es dann auch schon, auch in der Sozialdemokratie, schon so, wer nicht arbeitet, der hat eigentlich irgendwie, da gibt es ein Problem, dass wir entweder durch Erziehung oder durch Zwang oder durch entsprechende Maßnahmen ändern müssen. Jedenfalls müssen alle arbeiten. Programm, Gotha, Programm, nur in der gesellschaftlichen, kollektiven Arbeit kann man den Sozialismus erreichen. Und das verbindet sich aber natürlich nicht bei der Sozialdemokratie mit Sozialrassismus, sondern mit Erziehungsvorstellungen, dass man mit Leuten reden muss, dass man eine Art Kollektivierung, dass man auch Arbeit emanzipiert. Und auch all die Maßnahmen, die so im Wohlfahrtsstaat um 1900, also von Bismarck ausgehend, aber auch dann vor allem in der Weimarer Republik entwickelt werden, also wenn jemand arbeitslos wird und auf Arbeitslosenhilfe bekommt oder jemand in sozialen Schwierigkeiten und soll Sozialhilfe bekommen, das ist in dem Denken, sagen wir mal eher auf der republikanischen, auf der Linken, ein Rechtsanspruch. Also weil die sozusagen, es gibt einen Staat, der für seine Bürgerinnen und Bürger sorgt. Und von daher, auch das ist der Grundmodus in der Bundesrepublik Deutschland heute, es gibt eine Rechtsinstitution von Sozialhilfe, auch wenn sie dann heute Hartz IV heftig umstritten ist. Aber natürlich haben Menschen ein Recht auf Hartz IV. Und genau diese Vorstellung, dass es Menschen Rechte haben auf Sozialhilfe und auf Unterstützung, die bricht ja ungemein schnell weg. Oder wir können sagen, wenn ich so Ihnen folge, auch was Sie natürlich vorher schreiben, das erodiert in der Weimarer Republik, also schon sehr stark. Dass also die Beamten oder die Angestellten in Wohlfahrtsämtern, die Angestellten in Arbeitsämtern eher sozusagen darauf kommen, die müssen einmal eine Leistung bringen. Also die können jetzt nicht einfach ein Recht auf Arbeitslosenhilfe oder Fürsorgeleistung, sondern dahinter muss auch etwas sein, was für die Gesellschaft steht. Und wenn sie diese Leistung nicht bringen für die Gesellschaft, dann steht ihnen auch kein Geld zu. Auch das ist noch nicht sozialrassistisch, aber man merkt so die Übergänge, finde ich, dabei. Dass auf einmal nicht ein Recht, das auch einklagbar ist, jemand zusteht, sondern jemand muss was dafür machen, dass er eine Leistung bekommt. Und diese Verstärkung oder dieser Punkt, der ist 33, wenn ich es bei Ihnen gelesen habe,
wird durch ein Regime befördert, was nicht nur in der Fürsorge, nicht nur auch, gerade auch bei der Polizei, ja, ich will das mal ein bisschen provozierend sagen, ein Ermöglichungsregime ist. Auf einmal zählt der Rechtsstaat nicht mehr. Die Nationalsozialisten haben von Anfang an mit dem Rechtsstaat gebrochen. Sie sehen noch das Recht und den Rechtsstaat noch als funktionale System, um gewissermaßen Gleichförmigkeit des Handelns zu erreichen. Aber das dahinterstehende liberale oder rechtsdemokratische Denken, das ist von Anfang an nicht da. Und von daher sind Sie mit allen Maßnahmen einverstanden, die von unten kommen, die auch auf rechtliche Beschränkungen keine Rücksicht mehr nehmen. Und die sehe ich bei Ihnen in diesen lokalen Initiativen. Auf einmal kann der Arbeitsamtsleiter, der jetzt auch oft dann kein Sozialdemokrat, sondern Nationalsozialist ist, kann auf einmal Leute, oder kommt auf den Gedanken, Leute nicht mehr in ein Arbeitshaus einzuliefern, sondern in ein Konzentrationslager. Und diese Erosion, also in der von Ihnen zitierten Paragraph 20 Reichsbürgerpflichtverordnung gibt es ja diesen Absatz 3, dass eben dieses Arbeitshaus keine Strafanstalt sein darf. Das ist noch der Kern der Weimarer Republik. Das durchbrechen diese Akteure 1933 gänzlich, wie Sie schreiben und zeigen. Dann muss man aber trotzdem auch nochmal sagen, dass die Idee, dass der ein Versicherungssystem für zum Beispiel Arbeitslosigkeit da ist, relativ neu ist im 20. Jahrhundert. Die Arbeitslosenversicherung wird erst 1927 eingeführt und gerät dann sofort in die Krise. Und das führte ja unter anderem dann auch zur ersten wirklichen harten Weimarer Republik-Krise über die Diskussion, wie weit diese Arbeitslosenversicherung durch den Staat eigentlich auch abgesichert sein soll. Also die Idee, dass der Staat Fürsorgepflichten hätte und die Versicherten zusätzlich noch dazu einen Beitrag leisten, ist relativ neu im 20. Jahrhundert. Also noch im Kaiserreich wird auch über Wohltätigkeit so stark diskutiert unter dem Motto, erstmal muss jeder für sich selber sorgen und dann gibt es nur die Wohltätigkeit und da sind die Vermögenden gefordert, ein paar Almosen zu geben oder auch mal größere Spenden zu geben. Und wer das eben nicht schafft, der muss eben in ein Arbeitshaus. Also diese Idee, in ein Arbeitshaus zu kommen, kommt aus der frühen Neuzeit und wird im 19. Jahrhundert ja nochmal massiv ausgebaut. Da sehe ich sehr große Kontinuitäten zu dem, was Sie uns jetzt vorgestellt haben für die Zeit nach 33. Und ich mache jetzt mal einen gewagten Sprung. Meine Kollegin Monika Richards hat mal in einem Überblick über die Geschichte der deutschen Juden geschrieben, angesichts der sofort einsetzenden Verfolgungsmaßnahmen der Nationalsozialisten 33 muss man sich doch tatsächlich fragen, wie weit die rechtliche Gleichheit von Juden in Deutschland tatsächlich angekommen war im Bewusstsein und der Gesellschaft, aber auch im Bewusstsein der handelnden Personen. Und ich glaube, Ähnliches kann man bei Ihrem Thema hier feststellen. Ich glaube, dass da eine sehr viel stärkere Verankerung im Denken über Berufsverbrecher, über die haben wir jetzt noch nicht so gesprochen, aber die gehören ja hier zu Ihrem Sample, und sogenannte Asoziale, das sind Menschen, die gehören nicht zu uns und deswegen dürfen sie auch anders behandelt werden, das hinterfragen wir einfach gar nicht mehr. Das Neue ist eigentlich, kommt erst in der Weimarer Republik und das ist verdammt kurz gewesen. So, ich wollte aber eigentlich jetzt keinen Exkurs machen, sondern weiter Ihnen die Gelegenheit geben, miteinander zu diskutieren. Wir sind jetzt schon auf die Akteure an der einen oder anderen Stelle eingegangen. Die Frage der Lokalität, der regionalen Möglichkeiten. Michael Wild hat jetzt von Ermöglichungsregime gesprochen. Ein Ermöglichungsregime funktioniert dann gut, wenn es viele Menschen gibt, die diese Möglichkeiten auch nutzen. Und da würde ich gerne noch mal die Rückfrage an Thomas Roth stellen. Welche Personengruppen müssen wir uns da jetzt eigentlich vorstellen? Wer nutzt diese Ermöglichungsgegebenheiten nach 33 neu oder gibt es auch da Kontinuitäten? Ja, man kann im Grunde die ganzen Akteure sozialer Kontrolle, die sich seit dem 19. Jahrhundert mit den auch im Zuge der Entstehung der Wissenschaften vom Menschen entwickelt haben, die kann man da nennen. Ja, also es sind
in den Kommunen die Gesundheitsexperten, die Fürsorgepolitiker, die Praktiker in den Ämtern vor Ort, das sind die Kriminalbeamten, die Schutzpolizisten. Die Bandbreite der Maßnahmen gegen soziale Randgruppen oder gegen Störungen von öffentlicher Sicherheit, Ordnung und Sittlichkeit sind so breit, dass man im Grunde keine Institution ausnehmen kann. Also wir haben sozusagen die Ebene der Praktiker, die mit diesem Aspekt auch nationalsozialistischer Politik immer befasst ist, auch alltäglich befasst ist und die über definitionsoffene Begriffe verfügt. Also die NS-Führung gibt den Leuten ja etwas an die Hand, mit der sie arbeiten können. Die können also ausdeuten, was asozial ist. Selbst der Berufsverbrecherbegriff, der ein bisschen stärker definiert ist, ist stark ausdeutbar. Und insofern sind die Leute vor Ort aufgefordert, damit auch initiativ, aktiv umzugehen und eigene Lösungen, eskalatorische Lösungen zu finden. Wir haben natürlich auch auf der Ebene der Wissenschaften viele Leute, die sich sozusagen in einer neuen Position finden und die Vorstellungen, die so von Best und Himmler und Heydrich entwickelt werden, dann im Rahmen einer NS-Legitimationswissenschaft ausbuchstabieren. Also man kann das zum Beispiel sehen, dass der Begriff des Asozialen, den es schon vorher gab und der auch vor 1933 durchaus populär war, dass der aber seit Ende der 30er Jahre infolge des Grunderlasses auf einmal die ganzen akademischen Arbeiten von Fürsorgeexperten und Kriminologen und so weiter durchdrängt und durchwirkt. Und das Interessante ist, dass auch diese Experten sich einig sind, dass wir gar nicht so genau definieren sollten, was ein Asozialer oder was ein Berufsverbrecher ist, um dem Staat die Möglichkeit zu lassen, möglichst weitgehend auf diese Gruppen zuzugreifen. Also der Asoziale, die Asoziale, der Berufsverbrecher, das waren Catch-all-Phrasen, die ermöglichen sollten, dass man sozusagen je nach Notwendigkeit des NS-Regimes ausgrenzend tätig sein konnte. Mhm. Frau Hürath, wie haben Sie denn jetzt in Ihrer Arbeit in der Auseinandersetzung, sind sehr stark von den Maßnahmen hergegangen, man kann schon gar nicht mehr sagen, rechtliche Rahmung, sondern überhaupt Rahmung dieser Verfolgungsmaßnahme. Haben Sie auch Hinweise gefunden, wie damit konkret umgegangen und wie darauf konkret reagiert wurde, zum Beispiel von nicht nur von den Betroffenen, sondern auch vielleicht von sogenannten Bystandern, also Personen, die im Familienumfeld waren, von Personen, die was gesehen oder gehört haben, die mit Nachbarn konfrontiert waren. Haben Sie dazu auch etwas finden können? Also ich möchte dazu, glaube ich, doch auch noch mal kurz ausholen zu den Kontinuitäten. Ich versuche es wirklich kurz zu machen. Also man muss sich wirklich bewusst machen, Herr Wild hat ja jetzt quasi die positive Seite des Wohlfahrtsstaates geschildert, die etabliert ist in der Weimarer Republik und die dann 33 kippt und eben schon im Vorfeld vor 33 erodierte. Aber das, was ich versuche in meiner Arbeit zu zeigen und was, glaube ich, einfach sehr wichtig ist, um diese soziale Dynamik zu verstehen, die sich dann 33 in diesen Maßnahmen an der Basis bahnbricht, ist halt tatsächlich eben auch, dass die negative Seite des Wohlfahrtsstaats, eben der ausschließende Wohlfahrtsstaat, der erziehende, was dann ins Terroristische kippen kann, Wohlfahrtsstaat, dass auch diese Seite fest etabliert war und dass die Praktika aus der Strafrechtspflege und aus der Wohlfahrtspflege schon vor 1933 schärfere Maßnahmen im Vorgehen gegen diese beiden Zielgruppen, Asoziale und Berufsverbrecher, fordern. Und dieses Vorgehen oder diese Maßnahmen, die sich vorstellen, liegen in der Schublade. Also wir haben halt einerseits auf der Ebene des Strafrechts die Diskussionen über die Strafrechtsreform, die Ende des 19. Jahrhunderts losgehen, sich zunächst quasi auf der juristischen Ebene in juristischen Fachkreisen bewegen und dann in ein Gesetzgebungsverfahren in der Weimarer Republik übergeleitet werden, das aber eben schlussendlich scheitert und zu keinem Ergebnis führt, aber wo wir ausformulierte Maßnahmen quasi haben. Das Gewohnheitsverbrechergesetz vom November 1924 ist konzipiert nach den Vorlagen, die im Strafrechtsausschuss des Reichstages diskutiert worden sind. Die Vorbeugungshaft geht zurück auf einen Vorschlag, der
auch in diesen Diskussionen gemacht worden ist, wo Preußen versucht hatte, die Sicherungsverwahrung von der richterlichen Anordnung loszulösen und als eine reine Maßnahme der Verwaltungsbehörden zu etablieren. Das ist dann zurückgedreht worden aus rechtsstaatlichen Erwägungen. Wie gesagt, das Gesetz ist gar nicht in Kraft getreten, aber quasi als Idee, als Konzept lag das alles 1933 in der Schublade. Und was man eben sich auch klar machen muss, es wurde breit diskutiert. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Wohlfahrtspflege. Da gab es die Diskussion über das Bewahrungsgesetz, wo es darum gehen sollte, eben den Personenkreis, den man als asozial und arbeitsscheu empfand, definierte, eben möglichst einfach auf verwaltungsrechtlichem Wege in die Arbeitshäuser oder ähnliche Einrichtungen sperren zu können. Und diese Vorschläge wurden breit rezipiert von den Praktikern, also sowohl im Bereich der Polizei als auch im Bereich der Wohlfahrtspflege. Und das ist dann eben dieser Ermöglichungsspielraum, den das nationalsozialistische Regime eben auch mit diesen punktuellen Maßnahmen, die ich beschrieben hatte, die dann so eine Signalwirkung haben, das signalisiert den Leuten an der Basis, okay, wir haben jetzt hier einen Handlungsspielraum, wir können machen. Und das tun die dann einfach. Und das tun sie in Berufung auf diese Konzepte. Und zwar, also das kann man dann wirklich sehr schön sehen, wie die terminologischen Anleihen aus der Strafrechtsreformdiskussion und aus der Bewahrungsdiskussion gemacht werden. Das ist einfach, es wird fortgeführt und man sieht sich aufgerufen, das jetzt in die Praxis umzusetzen. Und da sind die KZs, die eben nicht der juristischen Kontrolle unterliegen, ein willkommenes Experimentierfeld, weil man kann die Leute, die man wegstecken will, nicht einfach in eine Justizvollzugsanstalt stecken, weil die noch von der Justiz kontrolliert wird. Aber man kann sie in ein KZ stecken, weil das ohnehin quasi ein Spielraum ist, der flexibel noch ausgestaltbar ist, 1933, 34. Und also ich glaube, diese Dynamik muss man sich klar machen, um dieses Handeln zu verstehen. Und jetzt der Rückgriff auf Ihre Frage. Das muss man auch klar haben. Wie gesagt, es wurde breit rezipiert und es gab auch eine breite Propaganda, auch im Nationalsozialismus dann, die auch tatsächlich terminologisch die Konzentrationslager in dieses Feld Bewahrung, Verwahrung einordnet. Das wird in der Forschung häufig als Euphemismus bezeichnet. Ich denke aber, das ist darauf zurückzuführen, dass man halt eben an diese bekannten Diskurse anknüpfte. Und das machte es eben auch für die Bevölkerung leicht, solche Maßnahmen zu akzeptieren. Und also jetzt ganz konkret zu Ihrer Frage, es ist teilweise regelrecht erschütternd. Man findet, also natürlich jetzt nicht in großen Massen, aber hilfesuchende Gesuche von verzweifelten Vätern, die ihre Töchter auf die schiefe Bahn geraten sehen und die drum bitten, diese Tochter doch bitte nach Moring ins frühe KZ einzuweisen oder in ein Arbeitshaus oder sonst wohin. Also es ist durchaus sind Fälle zu finden, in denen tatsächlich gerade Frauen von Verwandten denunziert werden für die Verhängung von Zwangsmaßnahmen, von Arbeitshaus. Das ist dann oft schwammig. Mal wird dann von KZ geredet, mal von Arbeitshaus, aber es ist eben quasi, kommt aus den Familien. Man findet im Zusammenhang mit der Bettler-Razzia, also die Landesbauernkammer, wie gesagt, die zum Beispiel eben losgeht und Initiative ergreift und eine Umfrage macht. Ich habe für Bayern den Vorschlag eines Bürgers gefunden, der dann ans Reichsinnenministerium und schreibt hier diesen Aufruf, den ihr im Zusammenhang mit der Bettler-Razzia veröffentlicht habt, den sollte man doch bitte jetzt zigmal kopieren und an alle Läden Geschäfte hängen, um bekannt zu machen, dass man eben Bettlern nichts mehr geben soll. Also da ist tatsächlich eine Initiative auch auf Seiten der Bürger, jetzt nicht mal der Akteure in den Wohlfahrtspflegeeinrichtungen und im Bereich der Polizei, sondern halt eben auch einfache Bürger, die Ideen entwickeln und sich berufen fühlen, jetzt an die zuständigen Behörden zu schreiben und Vorschläge zu machen. Das kann ich aus Kölner Sicht auch bestätigen. Also das nicht nur die Schutzhaft war ein Denunziationsangebot, sondern auch die Vorbeugungshaft. Also das, wie Julia Höret das sagt, das war unterschiedlich präzise in der Vorstellungswelt der Leute verankert. Aber der Impuls, hier ist jemand, der weg muss und der kann weg, wenn ich an die Kriminalpolizei schreibe, der ist relativ häufig in den Akten zu finden. Und es gibt eben
ein Aspekt, was Julia Hörert auch gesagt hat, Lösung familiärer Konflikte, auch von Gewaltverhältnissen in Familien über die Vorbeugungshaft. Der zweite Aspekt ist sozusagen Sitten- und Moralkontrolle. Also das hatten vor allem Frauen mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr oder Prostituierte, die polizeilichen Vorschriften übertreten haben, damit hatten die oft zu tun. Also dass es sich jemand in der Nachbarschaft fand, der dann gesagt hat, hier, da ist einzuschreiten. Und insofern ist das ganz richtig, Ermöglichung auch für die sozusagen normalen Volksgenossinnen und Volksgenossen. Gut, bevor ich die Diskussion gleich öffne, das ins Publikum, sodass Sie auch Fragen und Meinungen noch äußern können, möchte ich gerne an alle noch eine übergeordnete Frage zum Abschluss sozusagen stellen. Frau Hörert hat stark betont, auch in ihrem Vortrag, dass sie ihre Ergebnisse als einen Beleg für die These sieht, dass der Frenkel würde sagen, der Maßnahmenstaat, nicht der Normenstaat, dass der Maßnahmenstaat im NS schon von Anfang an angelegt war, dass von Anfang an die rassische Generalprävention vielleicht nicht das durchorganisierte Konzept hatte, aber im NS-Regime so angelegt war, dass wir eher eine Entwicklung von 33 bis 45 sehen und keine Entwicklung, die erst 37, 38 mit dieser Radikalisierung auch unter anderem ja in der Verfolgung der jüdischen Minderheit einsetzt bis 45. Also dass wir da eine, ich überspitze jetzt mal etwas, Sie haben es so nicht gesagt, aber möglicherweise ein noch radikaleres Bild vom Nationalsozialismus jetzt hier gezeigt bekommen im Zugriff auf Menschen, die entsprechend definiert werden, als wir bisher schon wussten. Also bietet Ihre Arbeit eigentlich damit ein neues Bild über das nationalsozialistische Regime? Diese Frage würde ich gerne an alle stellen. Also was ist das Neue, was wir hier mitnehmen, oder ist es nur eine Radikalisierung, etwas, was wir eigentlich schon wussten? Wollen Sie mal anfangen, Frau Hörert? Also ich würde die Frage tatsächlich in Bezug auf die KZs beantworten. Das ist das, was ich auch im Vortrag versucht habe, deutlich zu machen. Also ich denke, mit den zahlreichen quasi Puzzleteilchen, die ich für das Reichsgebiet recherchieren konnte und beschreiben konnte, zeigt sich eben sehr deutlich, dass eben diese Konzentrationslager 1933 im Grunde genommen in dem Moment, in dem sie da sind, also wie gesagt, die Polizei Augsburg fängt im April 1933, vier Wochen nach der Errichtung des KZs Dachau an, Leute, die sie als asoziale und bodenständige Verbrecher bezeichnet, nach Dachau einzuweisen. Und das macht sie als Ersatz für die Sicherungsverwahrung, die man quasi gefordert hat vorher, und eben nicht hatte durchsetzen können. Und das Ganze passiert, ich würde fast sagen, nahezu immer unter Rückgriff auf Paragraph 1 der Reichstagsbrandverordnung, also auf den Ausnahmezustand. Und das ist ja das, was Ernst Frenkel in seinem Buch über den Doppelstaat, in dem er eben diese Parallelität von einem Staat, der seine eigenen Gesetze achtet, nämlich dem Normenstaat und dem Maßnahmenstaat, der seine eigenen Gesetze missachtet, beschreibt. Und Frenkel beschreibt eben die Reichstagsbrandverordnung als die Geburtsurkunde des Doppelstaates. Und das kann man wirklich sehr schön sehen, wenn man sich diese Einweisungsbeschlüsse, die Nationalsozialisten waren auch in der Frühphase Bürokraten, also es gibt nicht immer, aber doch sehr häufig Einweisungsbeschlüsse, in denen begründet wird, warum die Personen ins KZ eingewiesen wird. Da werden Anordnungsvoraussetzungen formuliert, da werden Haftgründe formuliert und da wird auch immer dieser Rekurs auf den Paragraph 1 Reichstagsbrandverordnung gemacht. Und ja, also von daher finde ich, also kann man tatsächlich auf dieser ganz kleinen Mikroebene der Schutzhaftbefehle von Landräten, von wem auch immer, sehen, dass schon in den Monaten des Frühlings und Sommers 1933 der Maßnahmenstaat Einzug in die Wohlfahrtspflege und in die Strafrechtspflege gehalten hat. Mhm. Michael, du hast jetzt mit deiner Arbeit, vor allem auch über die Volksgemeinschaft, ja immer schon sehr stark diese Selbstermächtigung durch das NS-Regime betont. Andererseits gehen wir in der Forschung immer noch von so einer kumulativen Radikalisierung aus. Also wir setzen schon noch Zäsuren. Früher Terror, 33, 34, dann eine kurzzeitige Phase der Verrechtlichung und dann nochmal eine Zuspitzung der Verfolgung bis hin zur Vernichtung ab 37, 38, dann 41. Gibt es jetzt Hinweise für dich, dass wir diese
diese Stufen in Frage stellen sollten. Ja, das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass Julia Höhrer da einen wichtigen neuen Akzent gesetzt hat. Nämlich tatsächlich haben sie so bislang so in der Forschung immer so von Stufen, von diesem Stufenmodell ausgegangen. Und es wird klar, dass auch von Anfang an diese sozialrassistische Umgestaltung der Fox, der deutschen Gesellschaft, der Volksgemeinschaft eben nicht nur in den Köpfen war, sondern auch gewissermaßen nicht nur von der NS-Führung beabsichtigt, sondern auch die Möglichkeiten gegeben wurde und was sie zeigen, empirisch eben auch genutzt worden ist. Also diese Handlungsfreiheiten, also es ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Gesellschaft oder auch ein Staat, der jetzt Diktator oder autoritär und diktatorisch wird, Konzentrationslager beibehält. Und es gab ja auch in der Justiz und der Polizei durchaus auch Leute, innenpreußisches Innenministerium, die eigentlich dann argumentiert haben, 33, 34, wir brauchen eigentlich keine Konzentrationslager mehr, wir haben doch Gefängnisse. Also warum sollen nicht all die Leute in die Gefängnisse gehen? Die sind doch dazu da, dass es gewissermaßen abweichen oder Verbrecher, Kriminelle eingesperrt werden. Und es war ganz wichtig für die NS-Führung, gerade Himmler und Hitler, diese Mittel der Konzentrationslager, auch wenn 1934, 35 gar nicht so viele in Dachau und anderen waren, als Mittel aufrechtzuerhalten, um eben einen Raum zu haben, der nicht mehr verrechtlicht, nicht mehr rechtlich ist, sondern außerrechtlich ist, in dem eben Maßnahmen und Willkür herrschen können. Dennoch braucht es bei dem großen Apparat von Justiz und Polizei auch für die Beamten, die dort arbeiten, so eine Art Regelwerk. Also die können sagen, auch die müssen den Eindruck haben, dass sie nach bestimmten, verlässlichen und auch morgen geltenden Regeln arbeiten. Und von daher ist diese, das, was wir häufig so als Bürokratie bezeichnen, das würde man, jetzt könnte man bei Neumann in der Tat nochmal sehr, sehr schön nachlesen. Also, dass das eben kein Recht mehr ist, aber ein Staat verregelt werden muss, auch wenn die Regeln willkürlich gesetzt werden, auch verändernd sind, dennoch Staatsbedienstete Regeln brauchen, um agieren zu können. Und deshalb diese Formen der Regeln und das, was wir als bürokratisch empfinden, tatsächlich zu diesem Maßnahmenstaat dazugehören. Und gar nicht mehr den Normenstaat, so wie es da auf Frenkel nochmal gedacht, das ist kein, der Normenstaat ist kein Rechtsstaat, sondern es ist ein regelhafter Staat. Und wie gesagt, da kann man, wenn man Neumann nochmal, wie man wirklich nochmal jetzt neu lesen würde, würde man, glaube ich, nochmal viele, viele gute Gedanken auch aus ihm herausbekommen, gerade mit ihren empirischen Arbeiten. Und jetzt natürlich auch nochmal die Frage an Sie, Thomas Roth. Neues Bild des NS-Regimes, neue Phasen der Radikalisierung oder eigentlich eher die Betonung, dass der Nationalsozialismus extrem stark in Kontinuitäten im Denken, also im Denkstil der Gesellschaft, des Umgangs mit Abweichungen seit der Moderne eingebunden ist. Ja, letzteres finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Also man muss jetzt natürlich die Geschichte des NS nicht neu schreiben, aber ich denke schon, dass Julia Höhrerts Arbeit uns wieder so den Blick etwas mehr auf die 30er Jahre richten lässt. In den letzten Jahren war auch in der Justiz- und Polizeiforschung ein gewisser Trend, den Krieg in den Mittelpunkt zu nehmen, mit einem gewissen Recht. Aber darüber haben wir ein bisschen, glaube ich, aus dem Blick verloren, was bereits 33 angelegt war. Darauf hat ja auch Nicolas Wachsmann zuletzt wieder hingewiesen. Und das finde ich halt besonders gut herausgearbeitet. Erstens, dass die Akteure vor Ort den maßnahmenstaatlichen Appeal des NS-Regimes direkt erkannt haben und dass der für die reizvoll war. Also natürlich, die Sinn haben weiter auch in normstaatlichen Strukturen gearbeitet. Der normale Kriminalbeamte oder Fürsorgebeamte, der braucht natürlich sein gewisses Raster, gewisse Verlässlichkeiten. Also das kann man sozusagen auch sozialpsychologisch erklären. Aber die Möglichkeit dieser Grenzüberschreitung, das war ganz wichtig und das war, was das Regime auch für alle Leute in sozialen Kontrollagenturen attraktiv machte. Das Zweite, was ich sehr interessant finde, ist eben, darauf legt ja Julia Höhrert auch Wert, es gibt die Zäsur 33, weil dann eben sozusagen erst maßnahmenstaatlich agiert werden konnte.
Aber wir haben sozusagen diese wunderbare Überlagerung von der scharfen Zäsur und den Kontinuitäten, weil das, was eben nach 33 passiert gegen soziale Randgruppen und Kriminelle, das war eben nicht nur in Diskursen vorher angelegt, sondern auch sozusagen in der öffentlichen Stimmung, in der Presseberichterstattung, in Moralpaniken, die durch die deutschen Städte gingen. Und dass man sozusagen sieht, was passiert, wenn man dieser Stimmung sozusagen rechtlich alles öffnet. Das ist eben auch das Gute an der Arbeit. Ja? Also da ist vielleicht auch ein gewisser Aktualitätsbezug jetzt gegeben. Ja. Lassen sich schon, ja, genau. Der Abgrund tut sich auf. Ja. Gut, jetzt haben wir doch sehr viel mehr Zeit hier vorne benutzt als angekündigt. Dafür erstmal entschuldigen. Jetzt haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bitte zum Thema. Ich mache jetzt mal eine Liste und Sie können bitte anfangen. Bitte. Ich muss mal von oben gucken, bitte noch mal melden. Ja, danke. Sie hatten sich gemeldet. Bitte. Zunächst einmal ganz konkrete Fragen. An einer Stelle sagten Sie, Ihre religiöse und rassistische Komponenten wären Bestandteile gewesen dieser Regularien für die Vorbeugung. Bei den religiösen Komponenten sind es solche gewesen, die also nun nicht denjenigen entsprachen, die konfessionsmäßig den Katholizismus oder dem Protestantismus angehörten, sondern unter Umständen wie Quäker, wie Zeugen Jehovas, wie vielleicht auch Buddhisten. Oder also es gibt ja noch genug andere freie religiöse Gruppen, auch wenn sie christlich orientiert sind, die es ja daneben auch gab und die also unter Umständen auch da auf einmal in das Fahnenkreuz gerieten. Die zweite Frage, Sie nannten Röhm. Nun ist ja dieser Röhm-Putsch, dieser sogenannte Röhm-Putsch, im Juli 34 die Ausgangsbasis gewesen, eigentlich die SA, also nicht nur den Röhm selbst zu eliminieren, sondern auch die SA zurückzustellen. Hat man also in der Weise nun auch bei der SA eingegriffen, unter Umständen unter dem Deckmantel des Alkoholismus, denn der Alkoholismus hat ja nun nicht nur so als Randgruppe stattgefunden, sondern es gab ja auch Alkoholsüchtige unter den Nationalsozialisten. Und wie weit gab es dort also Ausgrenzungen? Okay. Und ganz allgemein aber danke ich Ihnen also für den Vortrag, weil er wieder zeigt, wie schnell Stigmatisierung in einer Gesellschaft, egal wohin die sich richtet, einem Denunziantentum und dann also auch einer sogenannten Strafverfolgung das Tor und Tür öffnen kann. Ich nehme noch eine zweite Wortmeldung dazu. Bitte der Herr hier in der dritten Reihe. Genau. Sie haben sich ja im Verlauf gesagt, beschränkt auf das Thema Wegsperren, wie es mal ein früherer Bundeskanzler sagte. Was mich interessiert, was möglicherweise aber auch nicht so beantwortet werden kann, ist die Frage, was ist aus diesen Menschen geworden? Wurden die unterschiedlich behandelt in den KZs? Sind möglicherweise Männer freigekommen, damit sie eben als Soldaten tätig werden konnten? Solche Fragen stellen sich mir. Was ist aus diesen Menschen geworden? Mhm. Julia Hörert. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Frage nach den religiösen Komponenten der rassischen Generalprävention kann ich recht schnell beantworten. Ich fürchte, da habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Also die Vorbeugungshaft hatte keine religiösen Komponenten. Die war gerichtet gegen Berufsverbrecher und gegen Sittlichkeitsverbrecher. Die rassische Generalprävention, das ist dieser Begriff, den Ulrich Herbert benutzt hat, zur Beschreibung eben eines Sicherheitskonzeptes, das über die Bekämpfung politischer Gegner des Regimes hinausgeht und eben religiöse Aspekte, rassische Aspekte und sozialrassistische Aspekte mit einbezieht. Und damit mit den religiösen Aspekten ist in dem Moment natürlich die Verfolgung der Zeugen Jehovas und eben auch die Verfolgung der Juden natürlich gemeint.
Die Frage zum Röhmputsch und der SA bzw. der Verfolgung von Alkoholikern als Asozialen in der SA, muss ich ehrlich sagen, muss ich passen, weiß ich nicht. Ich habe sehr viele Fallakten gelesen. Ein SA-Mann, der aufgrund von Alkoholismus ins KZ kam, ist mir jetzt nicht untergekommen. Ich vermute auch, dass trinkende SA-Männer jetzt nicht zur Zielgruppe gehörten. Also das war schon in der Frühphase eher auf Wohlfahrtshilfeempfänger und eben im Rahmen dieser sozialen Kontrolle von Wohlfahrtshilfeempfängern die Alkoholikerverfolgung. Die Frage, was ist aus den Menschen geworden? Vielen Dank. Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. In einer halben Stunde Vortrag kann man nicht alles beantworten. Insofern bin ich sehr froh, dass Sie nachgefragt haben. In der Frühphase, in den ersten Jahren 33, 34, wurden tatsächlich viele Menschen entlassen. Also das ist ein Aspekt der KZ-Haft, der bis heute auch unterbelichtet ist, auch für andere Häftlingsgruppen unterbelichtet ist. Also auch Schutzhäftlinge aus politischen Gründen Verfolgte wurden häufig nach einigen Wochen oder Monaten Schutzhaft entlassen. Also es gibt bei allen Häftlingsgruppen, sowohl bei den Juden als auch bei den Berufsverbrechern und Asozialen und natürlich auch bei den politisch Verfolgten, Menschen, die relativ schnell, unmittelbar nach dem Reichstagsbrand ins KZ kamen und nie wieder rauskamen, gestorben sind oder auch überlebt haben. Aber es gab eben häufig Entlassungen in der Frühphase. Und in den späteren Jahren, also Sie hatten danach gefragt, wie war die Lebenssituation von Asozialen und Berufsverbrechern in den KZs. Ich bin da sehr vorsichtig, da müsste ich mir die Forschung noch mal genauer anschauen, weil ich das Gefühl habe, es gibt so eine Tendenz dazu, dass jeder, der über eine bestimmte Häftlingsgruppe schreibt, behauptet, dass es der Häftlingsgruppe besonders schlecht gegangen wäre. Also das sowohl, also ich kenne das irgendwie sowohl für die Juden als auch für die Berufsverbrecher und Asozialen. Ich glaube, das war zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Entwicklungsgeschichte der Konzentrationslager einfach unterschiedlich. Und die Asozialen und Berufsverbrecher sind eben ab 1942 in die Vernichtung durch Arbeit mit einbezogen worden. Es hat die Gründung der großen neuen KZs in den späten 30ern, frühen 40er Jahren gegeben. Flossenbürg und Mauthausen mit den großen Steinbrüchen, die ausgewiesene KZs für Asoziale und Berufsverbrecher gewesen sind, die extrem hohe Sterberaten hatten. Ich finde das sehr schwierig, das gegeneinander zu diskutieren, ob jetzt irgendwie die eine oder die andere Gruppe schlechtere Haftbedingungen hatte. Ich glaube, da muss man wirklich sich die jeweilige Entwicklungsphase, das jeweilige KZ angucken. Dann hing es noch davon ab, hatte man eventuell einen Posten als Funktionshäftling oder jemanden, den man kannte, der einem helfen konnte als Funktionshäftling. Also das ist sehr schwierig. Der letzte Punkt, den Sie angesprochen hatten, ja, die, also es hat Entlassungen gegeben im Krieg zur Bewährung an der Front, insbesondere für Berufsverbrecher. Okay, ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, die würde ich jetzt gerne dran nehmen. Bitte, jetzt als erstes Sie. Ja, vielleicht bin ich jetzt falsch, aber Hindenburg gab es ja auch noch und der hat, soll auch einiges unterschrieben haben an Gesetzesvorlagen. Ob jetzt schon ein bisschen Demenz oder naiv oder unter Druck. Und ja, also ich meine, sonst wäre das auch alles nicht so passiert, wenn Hindenburg nicht so... Also es gab irgendwann mal eine Dokumentation darüber. Mhm. Also im Fernsehen, ob das jetzt Arte, Dreisat oder Phoenix war. Also die Rolle von Hindenburg, genau. Bitte, Detlef Garbe. Zwei Fragen zu dem, was das für Menschen waren, die in der Vorkriegszeit als Asoziale und Berufsverbrecher mit dem Instrument der Vorbeugehaft inhaftiert worden. In den Aktionen des Jahres 1938, als die Kripo-Leitstellen ganz eine Zahl von Menschen melden mussten, waren unter denen sehr viele, die Juden waren. War das auch schon in der Anfangszeit so? Erste Frage dazu. Zweite Frage, die DDR-Histografie über die Konzentrationslager hat immer gesagt, die Einweisung von Asozialen und Verbrechern in den Lagern sei ein ganz besonders perfides Instrument des Nationalsozialismus gewesen, um politische Regimegegnerinnen und Regimegegner
zu demütigen und besonders schlimmen Verhältnissen auszusetzen. Spielt das in irgendeiner Weise eine Rolle in der Diskussion, in der vermute ich auch, aber wollte ich gar noch mal hören. Und die dritte Frage, bei der Eugenik ist es so, dass das keineswegs eine Diskussion, die sich nur in Deutschland abspielt. Wie sieht das denn aus mit Radikalisierungsprozessen in der Wohlfahrt nach der Weltwirtschaftskrise in anderen Ländern? Haben Sie sozusagen auch den Blick ins Ausland genommen? Danke, Dieter. Jetzt noch Sabine bitte und dann noch ein Abschlussstatement und dann Ben, noch eine Frage? Noch eine kurze Frage, dann gut. Und dann ist Schluss, bitte Sabine. Ja, ich möchte mich auch bedanken für diese Arbeit und überhaupt für den Blick auf die gesellschaftliche Veränderung. Als Sozialarbeiterin bin ich interessiert an der ersten Frauenbewegung, deswegen hat mich das Wort der Kontinuitäten hierher gelockt. Ich bin in Ihrer Zusammenfassung hängen geblieben bei den Akteurinnen der unteren und mittleren Verwaltungsebene, die Einfluss hatten. Meine Vorstellung wäre jetzt, dass es sowas wie Verwaltungsverfahrensveränderungen gegeben hat, Anordnung gegeben hat, und Sie sagen, weil jetzt die untere und die mittlere Verwaltungsebene hatte einen besonderen Einfluss. Könnten Sie da ein bisschen mehr zu sagen? Oder auf das Buch. Und jetzt noch bitte Ihre Frage. Ganz kurze Frage. Sie berichteten, dass Sie sich genötigt sahen, bei den Begriffen asozial und Berufsverbrecher zu bleiben, weil es irgendwie nicht besser ging. Kennen Sie Beispiele oder wie andere Leute das dieses Spektrum bezeichnet haben? Gibt es da andere Definitionen? Das würde mich mal interessieren. Gut, vielen Dank. Alle Fragen an Julia Hörer, die jetzt alle beantwortet sind. Okay. Ich fange mal von hinten an. Beispiele für andere Definitionen habe ich nicht gefunden. Also alle Werke, die sich mit, also aus historiografischer Perspektive mit der Thematik befassen, benutzen auch diese Begriffe. Ich hielte es einfach auch für problematisch, jetzt hinzugehen und als Forscherin zu definieren, wer da jetzt drunter fiel. Also wie soll man das machen? Weil in dem Moment macht man ja wieder Zuschreibung. Also das Einzige, was ich machen kann als Forscherin, ist zu beschreiben, wer wurde verfolgt, und auch zu beschreiben, welche Rolle bei der Verfolgung spielten dann diese Begriffe als Schlagworte. Bei der Frage mit den Verwaltungsebenen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die überhaupt richtig verstanden habe, muss ich ehrlich sagen. Also es ist sicherlich erstmal überraschend, in einer zentral gelenkten Diktatur festzustellen, dass eben die unteren Verwaltungsebenen so große Kompetenzen hatten tatsächlich. Also das hat mich anfangs auch stark überrascht. Es ist tatsächlich so, also zum Beispiel die Vorbeugungshafterlasse der Länder, die eben bis 37 bis zum Grunderlass gültig waren, das waren eben Erlasse der Landesregierung, schlicht und ergreifend. Die haben die Landesregierung erlassen. Diese Vollzugsrichtlinie zum Paragraphen 20 war eben auch eine Vollzugsrichtlinie der badischen bzw. der bayerischen Landesregierung. Ansonsten findet man eben Akteure, also zum Beispiel, ich habe sehr ausführlich das Agieren von Hugo Krack oder Alerich Seidler in meinem Buch beschrieben. Alerich Seidler war ein Akteur aus dem Bereich der Wohlfahrtspflege in Bayern, der viele Initiativen und Ideen zur Verfolgung von asozialen und Berufsverbrechern hatte. Und Hugo Krack war der Leiter des Arbeitshauses Moring, in Personaloption Leiter des frühen KZs Moring. Und also das vielleicht jetzt als einige Beispiele. Die Frage nach der Eugenik und dem Blick des Auslands, ich würde die jetzt gerne kurz und knapp einfach verneinen, habe ich nicht gemacht. Sie hatten gefragt, also Sie hatten referiert, dass man eben häufig in früheren Darstellungen zu diesen beiden Häftlingsgruppen die Behauptung findet, die asozialen und Berufsverbrecher seien in die KZs eingewiesen worden, um die politischen Häftlinge zu demütigen. Das ist eine Aussage, die eben aus den Erinnerungsberichten und den Briefen der politischen Häftlinge stammt und die meines Erachtens nach schlicht und ergreifend von der KZ-Forschung lange völlig unkritisch hinterfragt wird, übernommen worden ist. Ich habe derartige Anwandlungen in den Schriftwechseln, die ich gelesen habe, nirgends gefunden. Also jetzt quasi von den
einweisungsberechtigten Behörden. Im Gegenteil, ich habe sehr zahlreiche, sehr differenzierte Äußerungen dazu gefunden, wie man eben dieses neue Mittel oder dieses neue Instrument, asoziale und Berufsverbrecher in die KZs zu stecken, eben im Bereich von Bewahrung, Verwahrung, Sicherungsverwahrung, Strafrechtspflege verortet. Also da gab es ein sehr differenziertes Bewusstsein. Auf die Idee, dass man damit die politischen Häftlinge demütigen kann, ist von den Akteuren, deren Statements ich gelesen habe, niemand gekommen. Die Juden unter den Vorbeugungshäftlingen, da würde ich Sie gerne auf die Studie von Kim Wünschmann verweisen, Before Auschwitz. Die ist da weit kompetenter als ich. Also ich kann dazu im Moment nur sagen, also weil es auch eben nicht mehr so ganz mein Untersuchungszeitraum ist, in diesen großen Verhaftungsaktionen 37, 38 gibt es Anweisungen, insbesondere Juden zu verhaften. Und da gibt es irgendwie ein sehr typisches Muster, dass quasi die Haftkriterien, die zum Beispiel für einen Berufsverbrecher gelten, die ganz klar definiert waren, Anzahl, Länge der Vorstrafen und so weiter und so fort, die werden für Juden massiv herabgesetzt. Also während irgendwie ein Berufsverbrecher arischen Blutes 3 Vorstrafen von bestimmter Länge braucht, braucht ein Jude nur eine, um als Berufsverbrecher ins KZ zu kommen. Ähnliche Mechanismen gibt es für die Aktion Arbeit scheureich. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist Kim Wünschmann die kompetentere Auskunftsgeberin. Hindenburgs Rolle? Zu Hindenburgs Rolle muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich nicht. Ja, weil ich weiß, dass er einige Gesetze unterschrieben hat. Ja. Ja, und dann aber auch ziemlich schnell gestorben. Auch das Recht in Gut. Vielen Dank. Erstmal geht der Dank an Julia Hörath für die Präsentation des Buches und den Vortrag. Und hoffentlich sind viele Anregungen an Sie gegangen, das Buch auch genauer zu lesen. Danke auch an Michael Wild und Thomas Roth für die engagierte Diskussion hier vorne. Ich glaube, wir haben damit ganz gut das Spektrum nochmal gezeigt, in dem diese Arbeit, die ein Teilthema der NS-Verfolgungspolitik behandelt, aber zugleich das Panorama, wenn man das überhaupt diesen schönen Begriff hier benutzen darf, das Panorama dessen, was möglich als Möglichkeitsraum im NS-Regime dann auch genutzt wurde, ziemlich gut zeigt. Also das ist, glaube ich, eine besondere Qualität Ihrer Arbeit. Und Ihnen danke ich für die Geduld, fürs Zuhören und mitdiskutieren. Und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Heimfahrt, einen guten Heimweg und freue mich dann, Sie bei dieser oder anderen Veranstaltung wiederzusehen. Einen schönen Abend noch.